Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und hier, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar, ich wurde gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie wir OpenE5 benutzen für DLC-Fahrzeuge, um sie für 5M ready zu machen, so wie Maps und so weiter und so fort. Ja, das zeige ich heute. Um dieses Thema handelt sich das heute. Genau. Alle Links werde ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung machen. Das heißt, OpenE5 brauchen wir heute. Das haben wir hier. Ja. Dann brauchen wir auf jeden Fall diesen Rohling. Also ich habe euch einen Rohling erstellt. So, das heißt, hier ist quasi nichts drin. Und hier auch nicht. Ne? Ihr habt zwar einen Rohling und zwar Stream. Da kommen die ganzen Stream-Dateien rein. Und hier haben wir das Ganze schon eingerichtet, dass wir alles hier starten können, was wir dann aus der DLC-Datei dann rausholen können. Genau. Gut. Ordnername ist halt in meinem Fall Autos. Ihr könnt es auch so lassen, zum Testen halt. So, als erstes, ja, brauchen wir natürlich ein Fahrzeug. Wir gehen auf 5 Mods einfach und gehen auf Fahrzeuge und suchen uns einfach ein beliebiges Fahrzeug aus. Am besten kein Replace, sondern ein Add-on, ja. So, ja, da gehen wir dann auf Herunterladen und wieder herunterladen. Packe ich euch auch in die Videobeschreibung. So, wenn wir das Ganze heruntergeladen haben, dann haben wir diese ZIP-Datei, die brauchen wir auf jeden Fall. Die können wir auch schon mal öffnen. So. Nochmal ganz kurz hier wegklicken, so gehen wir weiter bis zur DLC-Datei. Jetzt öffnen wir OpenE5, ja, und gehen auf Windows. Installieren solltet ihr eigentlich easy hinbekommen. Ihr müsst einfach nur den GTA-Dateipfad dann auswählen und dann läuft das Ganze. Genau, so. Als nächstes gehen wir einfach hier oben auf Edit Mode, ja, ganz wichtig, ansonsten gibt es Fehler. So, jetzt gehen wir hier hin und ziehen diese Datei einfach hier rein. So, gut, dann können wir die ZIP-Datei schließen, dann gehen wir auf Autos. So, und jetzt gehen wir hier in den ersten Ordner, dann wieder in den Ordner. Und hier befinden sich schon die Metadateien, die wir zum einen brauchen. Dann gehen wir wieder hier rein und ziehen uns diese Metadatei raus. Dann gehen wir einmal zurück, gehen hier auf Levels und hier befindet sich noch eine Metadatei. Es kann immer unterschiedlich sein, ihr müsst halt gucken, wo die ganzen Metadateien dann sind. So, jetzt gehen wir komplett zurück und gehen auf x64. So, hier gehen wir auf Data und gucken, ah, hier ist doch nichts für uns. Gehen wir wieder zurück und gehen auf Levels. So, und hier gehen wir in den ersten und wieder in den ersten. So. Und ziehen diese Dateien dann in den Streaming-Ordner. Dann gehen wir zurück, gehen in den Vehicles und auch hier wieder in diesen Ordner und hier nehmen wir uns einfach alles und ziehen das in den Streaming-Ordner. So. Ihr könnt das Ganze dann nochmal kontrollieren, ob ihr alles habt. Wenn ja, dann können wir das Programm schließen. So, und jetzt ist das Fahrzeug für 5M schon ready to go. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist eigentlich nur noch das Auto auf unseren 5M-Server hochladen. Das heißt, wir loggen uns ein und gehen einfach in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Auto-Ordner jetzt, der ready to go ist, dann einfach in den Resource-Ordner. Wir müssen kurz noch warten, bis das Ganze dann hochgeladen ist. So, als nächstes, ja, gehen wir einfach in die Vehicles. Ja, können wir einfach so machen, zack.
und kopieren uns einfach den Namen einmal raus, ja? Damit wir den schon mal parat haben. Und ihr müsst natürlich den Ordnernamen dann in der Server-CFG dann starten. Das heißt, wir gehen hier hin und sagen dann einfach nsearch und dann den Ordnernamen, ja? Speichern das Ganze. Dann okay. So, gut. Dann, wenn wir das gemacht haben, müssen wir jetzt noch den Server restarten. Ich mach das gerade. So. Dann können wir auch schon 5M starten. Connecten wir einmal rein. Huch. So, sollte das auch gleich geladen sein. Perfekt. Ja, Charakter auswählen und dann gucken wir uns das Ganze doch mal in-game an. So, wir machen das Ganze dann einfach mit Char. Ja, und dann Steuerung V. Und dann haben wir auch das schöne Auto hier. Ja, es funktioniert halt komplett. Wie wir sehen können. Ja, Spiegel sind leider nicht gemacht. Aber gut, ja, so funktioniert das Ganze dann auch. Ne? Ja, und ja, falls ihr sonst noch Fragen habt, dann ja, könnt ihr es auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein und ciao, ciao.